Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Kandidatenpräsentation der SPÖ Bruck an der Mur. Tag der offenen Tür in der neuen Mittelschule in Kapfenberg und das Wetter morgen, trüb und etwas Schneefall. Die Brucker SPÖ hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl im März präsentiert. Stark vertreten auf dieser Liste sind Obereicher, Frauen und die Jugend. Hans Strassecker, Gerhard Weber, Andrea Winkelmeier, Peter Koch und Kerstin Stocker. Dieses Quintett führt die Liste der Brucker SPÖ an. Ein laut Eigendefinition stolzer Hans Strassecker präsentierte im Brucker SPÖ-Büro Red Point seine Mannschaft für die Gemeinderatswahl am 22. März. Stolz ist er zum einen darauf, erstmals als Spitzenkandidat in eine Gemeinderatswahl gehen zu dürfen. Stolz ist aber auch auf sein Team. Wir haben versucht, wirklich auch personell ein wirklich interessantes und gutes Angebot an die Wählerinnen und Wähler zu richten. Und ich bin sehr, sehr stolz und freue mich riesig drauf, erstmals Spitzenkandidat bei der bevorstehenden Gemeinderatswahl für die Brucker SPÖ sein zu dürfen. Und habe natürlich versucht, auch ein engagiertes Team zu finden. Ein engagiertes Team von Frauen und Männern, die bereit sind, mit mir gemeinsam die Zukunft der Stadt Bruck an der Mur auch in Zukunft erfolgreich weiterzuführen. Viele der Schäfchen in dieser Herde sind übrigens neu. So blieb von den 18 bisherigen SPÖ-Mandataren im Brucker Gemeinderat nur die Hälfte übrig. Drei Kriterien standen bei der Listenerstellung ganz oben. Die Einbindung von Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Stadtteil Obereich, eine ansehnliche Frauenquote, immerhin 42%, und eine starke Verjüngung des Teams. So ist der frühere Obereicher Bürgermeister Gerhard Weber die Nummer 2 hinter Strassecker. Selbstverständlich freue ich mich über diesen zweiten Listenplatz. Wir haben ja schon gesagt, die tatsächlichen Positionen werden dann vergeben, wenn die Wahl geschlagen ist. Aber ich glaube, dass wir in Obereich hier sicherlich sehr, sehr viel Positives beitragen können. Nicht nur in unserem Ortsteil, sondern im gesamten Bruck an der Mur. Denn wir gehen auf diese neue Herausforderung wirklich mit vollem Elan, mit vollem Mut hier mit. Und ich glaube, das sind sicher positive Zeichen, dass wir gewinnen wollen und auch gewinnen werden. Mit Kerstin Stocker auf Listenplatz 5 und Andrea Winkelmeier auf Listenplatz 3 sind Frauen auch ganz vorne gereiht. Auf den ersten 31 Plätzen der Brucker Liste sind 42% Frauen. Eine Quote, mit der auch die SPÖ-Frauenvorsitzende Winkelmeier zufrieden ist. Ich bin zufrieden, ja. Wir haben bei 31 Listenplätzen 42%. Wir wissen ja selbst, dass es sehr schwer ist für die Frauen, Familie, Beruf und Politik unter einen Hut zu bringen. Aber ich habe trotzdem tolle Frauen hinter mir, die alles vereinbaren können, und da bin ich sehr stolz darüber. Am Abend desselben Tages wurden die Kandidatinnen und Kandidaten im Kulturhaus von Bruck an der Mur würdig präsentiert. Und Hans Strassecker hat sein Team auf den kommenden Wahlkampf eingeschworen. Trotz Gemeindefusionen und der steirischen Reformpartnerschaft glaubt man aber in der SPÖ nicht, dass man Stimmen bei der Wahl verlieren wird. Ich persönlich war von Anfang an im Großen gesehen in der gesamten Steiermark eine Befürworterin der Gemeindestrukturreformen, weil ich mir schon Professionalisierung und bessere Strukturen davon erwarte. Und deswegen hoffe ich, dass wir die Botschaft noch rüberbringen, vor allem bis zum Herbst dann auch, jetzt natürlich im März, aber auch bis zum Herbst, dass da was Gutes dahinter steckt, dass das durchdacht ist, dass nicht nur der Sparstift ist, sondern da schon ein großes Konzept dahinter steckt. Und ich hoffe, wenn wir diese Botschaft rübergebracht haben, dass das dann auch sich in den Wahlergebnissen niederschlägt. Naja, ich glaube, wir haben jetzt das erste Mal 6 Parteien, die antreten. 5 Parteien wollen unsere absolute Mehrheit brechen. Wir wollen absolut diese absolute Mehrheit behalten. Wir werden sie auch behalten, und dafür werden wir uns einsetzen, weil wir glauben, dass wir die besten Köpfe und die besten Ideen für Bruck an der Mur haben. Im Rahmen der Präsentation im Brucker Kulturhaus wurden die langjährigen Funktionäre Alfred Krenn und Peter Buchsbaum mit der Viktor-Adler-Plakette, der höchsten Auszeichnung, die die Sozialdemokratie in Österreich zu vergeben hat, geehrt. Gesamt gesehen muss man sagen, die Sozialdemokraten sind für die Gemeinderatswahl gut aufgestellt. Es wird aber noch ein hartes Stück Arbeit bis zum Wahltag am 22. März. Die neue Mittelschule ist die Schule der Zukunft. Mit einer neuen leistungsorientierten Lehr- und Lernkultur sorgt sie bei den 10- bis 14-Jährigen Chancengerechtigkeit.
Um uns darüber ein Bild machen zu können, haben wir die neue Mittelschule in Kapfenberg am Tag der offenen Tür besucht. Wir laden die Kinder der vierten Klassen hier ein, damit sie das Haus kennenlernen, damit sie das, nicht nur das Haus, sondern das System im Haus, das die Umgebung kennenlernen und einfach sich vorbereiten auf ihren nächsten Lebensabschnitt, auf die neue Mittelschule. Seit 2 Jahren gibt es eben den Zug der neuen Mittelschule. Das heißt, die erste und die zweite Klasse werden heuer im System der neuen Mittelschule unterrichtet. Die Kinder bleiben im Klassenverband und haben in der neuen Mittelschule einfach ein bisschen länger Zeit im Klassenverband, sich zu finden und einfach sich zu orientieren. Die Vorteile sind einfach, dass die Kinder länger im Klassenverband zusammenbleiben, dass sie sich einfach finden, dass sie das Haus besser kennenlernen und sich natürlich auch in den kleineren Gruppen besser gefördert werden können. Das System der neuen Mittelschule sagt, dass Teamteaching in den Hauptgegenständen vorgesehen ist. Das heißt, 2 Lehrer unterrichten in den Hauptgegenständen Deutsch, Englisch und Mathematik mit folgendem Hintergrund, dass einfach Schüler, die besser sind, gefordert werden können in einer Kleingruppe, Schüler, die nicht so gut sind, gefördert werden in einer Kleingruppe und Schüler, die wesentlich besser sind, auch mit Aufgaben betraut werden können, wo sie in Selbstarbeit gewisse Themen erarbeiten bereits. Wie viele Schüler werden hier unterrichtet? Zurzeit haben wir in der neuen Mittelschule 11 Klassen und in Summe haben wir 240 Schüler zurzeit. Eine große Herausforderung sind fremdsprachige Schülerinnen und Schüler. Wir haben sehr viele, wie gesagt, sehr viele Kinder mit nicht deutscher Muttersprache und die kommen zu unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, wir haben Kinder, die einen überhaupt nicht Deutsch sprechen, Kinder, die ein bisschen Deutsch sprechen, die Kinder, die bereits 1 Jahr speziellen Deutschunterricht genossen haben. Und der Unterricht, der Umgang mit diesen Schülern, mit diesen Kindern schaut folgendermaßen aus. Die Schüler, die neu zu uns an die Schule kommen, kein Wort Deutsch sprechen, haben 2 Jahre Zeit, als sogenannte außerordentliche Schüler, die Sprache so zu lernen, dass sie dann dem Unterricht folgen können. In diesen 2 Jahren bekommen sie einen Spezialkurs, das heißt, sie haben pro Tag 2 Stunden Deutschunterricht, wo sie praktisch vorbereitet werden und im Laufe der Zeit werden sie dann immer mehr in die Klassen eingegliedert, damit sie mit den Kollegen lernen, mit dem normalen Unterricht die Sprache lernen, dass sie wirklich dann nach 2 Jahren so weit sind, dem Unterricht folgen zu können und auch beurteilt werden zu können. Ich bin die Angelina und ich gehe in die 2A-Klasse von der Schule. Mein Lieblingsfach ist Mathematik und Sport betreibe ich auch sehr gerne. Ich bin die Shania und komme auch aus der 2A-Klasse und mein Lieblingsfach ist auch Sport, also ich laufe halt gerne. Auch Kochen steht am Lehrplan. Natürlich gehört das dazu. Die Kinder lernen selbstständig zu arbeiten, vor allem in der Küche, müssen eben den praktischen Teil, also das praktische Leben mit Kochen und was alles eigentlich dazu gehört, lernen. Mein Eindruck ist sehr gut, es ist eine tolle Organisation, alles super organisiert und sehr informativ für die Eltern, die sich interessieren, wo ihre Kinder dann zur Schule gehen werden. Heute war es den ganzen Tag über wechselhaft. Sonne und Wolken lösten einander ab. Die Werte lagen bei plus 7 Grad. Morgen ist es meist den ganzen Tag über trüb und im Norden können ein paar Schneeflocken fallen. Der Schneefall wird dann zum Abend hin intensiver. Die Frühwerte liegen bei minus 5 bis plus 2 Grad. Tagsüber dann Werte zwischen plus 1 und plus 8 Grad.